Das Recycling gilt heute als eine wichtige Sache für die Existenz der Menschheit und die Entwicklung der Gesellschaft und Wirtschaft. Die Bevölkerungszunahme und die rapide Entwicklung der Wirtschaft verursachen die Zerstörung des Ökotops durch Abfälle und sorgen für die Entstehung der ernsthaften Probleme wie der Mangel an Ressourcen. Die Partei der Arbeit Koreas hält das Recycling für eine wichtige politische Sache und gibt sich darum große Mühe. Auf der 5. Plenartagung des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas in ihrer 7. Wahlperiode im Dezember des Vorjahres wurde hervorgehoben, dass man das Recycling als eine wichtige Triebkraft für die wirtschaftliche Entwicklung betrachten soll. Der Gebrauchsgüterbetrieb Pyeongchon ist für Recycling in der Republik wohl bekannt. Der Betrieb übererfüllt jedes Jahr den Volkswirtschaftsplan in allen Kennziffern. Das Geheimnis liegt darin, dass der Betrieb das Recycling als Betriebsstrategie und feste Garantie für die Ankurbelung der Produktion betrachtet. Viele Menschen halten die Abfälle für nutzlos, aber die Belegschaft des Betriebes zieht großen wirtschaftlichen Nutzen aus Recycling. Durch das Recycling werden im Betrieb eine große Menge von Rohstoffen und Materialien für die Produktion bereitgestellt. Durch Recycling von Rohstoffen und Materialien die Reichtümer des Landes zu vergrößern, das ist die konsequente Politik der Partei der Arbeit Koreas. Mit den Abfallprodukten aus den Strickereien, Textil- und Konfektionsfabriken stellt das Engroshandelsgeschäft viele Produkte her. Mittels der Überbleibsel und Schnitzel des Kleiderstoffes vermehrten wir die Sorten der Volkskonsumgüter. Durch Recycling konnten wir verschiedene Waren für die Verbesserung des Volkslebens produzieren. Die Produktionsmenge durch Recycling in diesem Geschäft ist mit der einer örtlichen Industriefabrik zu vergleichen. Beim Recycling bekam die Daehumo Austauschagentur für Pelzverarbeitung in Pyongyang die Zertifikate für Eintragung, Einführung und Erfindung der wissenschaftlich-technischen Erfolge. Es ist sehr erstaunlich, dass die Agentur, die sich auf Gerbung des Fells spezialisiert hat, solche wissenschaftlich-technischen Erfolge erzielt hat. Die Hauptrohstoffe dieser Waren sind die Haustierfelle, Abfallprodukt aus der Pelzverarbeitung. Die Partei verlangt, dass alle Bereiche und Einheiten entsprechend ihren realen Verhältnissen die Reserven auswendig machen, maximal produzieren und sparen und somit viele eigene Dinge schaffen. Die Agentur konnte in der Vergangenheit durch Recycling verschiedene Waren produzieren. Die Abfälle, die früher für nutzlos gehalten und weggeschmissen wurden, werden heute in die Produkte von großer wirtschaftlicher Bedeutung verwandelt. Das beweist die Richtigkeit der Politik der Partei der Arbeit Koreas für Recycling. Die Demokratische Volksrepublik Korea wird auch künftig in verschiedenen Zweigen der Volkswirtschaft das Recycling auf einem hohen Niveau forcieren und dadurch die selbstständige Entwicklung der Wirtschaft aktiver fördern.